diesem Video und heute möchte ich mit dir deine Hüfte mobilisieren. Und warum ich das gerne mit dir tun möchte, das erzähle ich dir, während wir mit den Übungen schon mal beginnen. Du brauchst nicht viel Platz heute, wie immer eigentlich. Leg dich einfach auf den Rücken und ja, lass uns starten. Du hast deine Füße aufgestellt, die Arme am Körper, schieb die Hände Richtung Füße, zieh den Nabel nach innen und bring dein rechtes Bein in Tischposition. Tischposition heißt, dein Knie steht direkt über der Hüfte. Jetzt nimmst du deine linke Hand an den Hüftknochen, ich erzähle dir gleich warum, an den linken Hüftknochen und jetzt öffnest du dein rechtes Bein zur Seite. Einfach so, wie es ist, zur Seite aufklappen und wieder schließen, ohne dass deine linke Seite sich mitbewegt. Also links bleibt ganz stabil in der Matte liegen, genau deshalb hast du auch die Hand auf deiner Hüfte. Nimm die Bewegung bewusst und konzentriert aus. Wir machen heute von jeder Übung 10 Wiederholungen. Das heißt, wir haben jetzt noch 2. Und letztes Mal. Dann holst du hier dein Knie ran und beschreibst mit dem Knie einen Halbkreis zur Seite und gehst in der Mitte wieder zurück. Ranziehen, den Halbkreis beschreiben und zurück. Ja, und während wir hier so kreisen, stell dir mal die Frage, wie oft du so etwas in deinem Alltag machst. Wie oft kreist du so, das muss ja noch nicht mal in Rückenlage sein, das kann ja auch im Stand sein, mit deiner Hüfte. Wie oft machst du das? Ich würde mal sagen, die Antwort, die lautet entweder so gut wie nie oder sogar nie. Also mal ganz ehrlich, wenn ich so an meinen Alltag denke, an den reinen Alltag, nicht an meinen Fitnessalltag, dann macht man sowas nicht. Also nicht, weil sich das nicht gehört, sondern weil wir das einfach nicht machen. Ein letztes Mal. Dann stellst du deinen rechten Fuß auf, nimmst die rechte Hand auf den rechten Hüftknochen, linker Arm zur Seite, linkes Bein in Tischposition und öffne zur Seite. Genau, also unser Alltag ist ja auch ausgefüllt mit vielem Sitzen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob das jetzt beruflich ist oder auch zu Hause. Viele Mahlzeiten, die wir einnehmen und wo wir alle gemütlich um den Tisch sitzen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ja, die Familie sitzt am Tisch. Und nutzt diese Zeit, um über den Tag zu reden, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Wir sind sehr gesellschaftlich, aber es ist halt viel mit Sitzen verbunden. Ich muss es gerade mal nicht vergessen zu zählen, noch 2. Und dann ziehst du das Knie wieder ran und kreist auch hier über die Seite, nach außen und in der Mitte wieder hoch. Ja, und dann ist meist beruflich noch, dass wir viel sitzen und das blockiert dein Becken. Und da wir dann im Alltag nichts Ausgleichendes tun, um da diese Bewegung, diese Mobilisation wieder reinzubringen, kommt es irgendwann zu Fehlhaltungen, zu Fehlstellungen, die sich auf den ganzen Körper auswirken. Und das sind dann meistens die Menschen, die bei mir ankommen und sagen, der Arzt hat gesagt, ich habe einen Schulterschiefstand und ich gucke dann aufs Becken und sage, naja, also die Hüfte stimmt halt auch nicht. Das Erste, was ich tatsächlich immer mache, ist zuerst mal das Becken wieder zu richten und gerade diese Übungen dann zu zeigen, die dann in den Alltag eingebaut werden sollen und schwuppdiwupp sind dann die Beschwerden wieder weg. Letztes Mal, jawohl, Fuß aufstellen, Arme wieder schön lang. Geh zurück an das rechte Bein, das streckst du jetzt lang nach oben. Ja, versuch erstmal diese Länge wirklich in dein Bein zu bringen, reinzuspüren. Wenn du den Fuß flex machst und die Ferse nach oben schiebst, dann entlastest du auch deinen unteren Rücken. Ganz wichtig auch hier, Körpermitte aktiv, denn die tiefe Bauchmuskulatur hilft dir schon mal, dein Bein hier oben zu halten. So, dann öffnen wir das Bein zur Seite. Gleiches Prinzip. Halte die linke Hand auf dem linken Hüftknochen, dass die rechte Seite nicht mitklappt. Du kannst auch deinen Fuß locker machen, wenn du das möchtest, oder point. Ja, und auch so eine Bewegung, die machen wir im Alltag nicht.
Schultern weit weg von den Ohren. Ja, und es hat auch nichts damit zu tun, dass du dich in deinem Alltag nicht bewegst oder dass du keinen Sport treibst. Du kannst Läufer sein, du kannst einen Vereinssport spielen, du kannst Tennis spielen, du kannst Golf spielen, du kannst in einer Mannschaft, wie gesagt, spielen. Trotzdem wage ich es mal zu behaupten, dass du deine Hüfte nicht mobilisierst. Also selbst als Sportler oder als Freizeitsportler brauchst du diese Übungen zur Mobilisation deiner Hüfte. Also noch zweimal. Sehr schön. Und dann beugst du erstmal das Bein, stellst den Fuß auf und das Ganze links. Knie ran, Bein lang nach oben. Erstmal in diese Länge reinspüren. Und dann auch hier zur Seite öffnen, soweit es geht, und wieder schließen. Wenn du jetzt Geräusche hörst bei irgendeiner dieser Übungen, dann kann es mehrere Ursachen machen. Ich mache jetzt hier keine Ferndiagnose, es steht mir eh nicht zu, irgendwelche Diagnosen zu stellen. Aber zu deiner Beruhigung, das können erstmal normale Geräusche sein. Wenn dich das beunruhigt, dann geh tatsächlich zu deinem Arzt, zu einem Orthopäden, zu einem Physiotherapeuten. Aber das kann tatsächlich das Leistenband sein. Und mir zeigt das, also bei mir gibt es zum Beispiel keine Geräusche, weil meine Hüfte auch gut mobilisiert ist. Aber mir zeigt das eben, wenn Leute in meinen Kursen sind, wo es knackt und knirscht und schnalzt, dass da dringend Arbeit getan werden muss in der Hüfte. Sprich, Hüftmobilisation, Hüfte aufdehnen und ein letztes Mal. Jawohl, und dann beugst du wieder das linke Bein, stellst den Fuß auf, wir gehen zurück an das rechte Bein, nimm das Knie ran, streck das Bein lang nach oben und jetzt kreisen wir über die Seite nach unten und in der Mitte wieder hoch. Und das ist jetzt der Punkt, wo es bei wirklich den meisten Leuten dieses schnalzende Geräusch gibt, so als wird was über etwas drüber springen. Und genauso ist es tatsächlich auch. Aber wie gesagt, ich stelle hier keine Ferndiagnosen. Aber wenn dich da etwas beunruhigt, dann sprich gern mit einem Arzt deines Vertrauens oder deinem Physiotherapeuten. Schöne große Kreise. Letztes Mal. Jawohl, dann stellst du diesen Fuß auf und machen wir das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite. Bein wieder lang nach oben und dann die Pflanze berühren und wieder hoch. Schöne große Kreise. Und ich brauche natürlich nicht zu sagen, dass auch hier wieder die andere Seite ganz ruhig liegen bleibt, ja? Wie fest zementiert in der Matte. Weil wenn du jetzt hier mitgehst, ja, dann hast du schon wieder weniger Hüftbewegung drin auf der linken Seite. Das heißt, dann bringt dir die Übung auch wieder nicht so viel. Und wir machen das ja, damit du auch am Ende was davon hast. Wenn du dein Bein nicht gestreckt halten kannst, diese ganze Zeit für diese 10 Wiederholungen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder machst du eben nur die Hälfte, machst nur 5 Wiederholungen, oder aber du machst das Ganze halt mit leicht gebeugtem Bein. Ja? Also man muss mir jetzt nicht sagen, oh, das kann ich aber nicht mit gestrecktem Bein. Dann modifizierst du einfach ein bisschen. Zweimal. Und dann stellst du auch diesen Fuß wieder auf. Und jetzt öffnest du die Beine, die Fußsohlen berühren sich. Nimm mal 2 Hände auf deine Hüftknochen. Spüre einfach mal rein. Hier geht es uns nicht darum, mit den Knien auf den Boden zu kommen oder hier nachzufedern oder sonst irgendwas zu machen, sondern einfach mal da zu liegen in dieser Öffnung. Nicht im Hohlkreuz zu liegen. Achte mal darauf, dass dein Becken jetzt nicht gekippt ist, dass du hier im Hohlkreuz liegst, sondern dass du eine schöne neutrale Position hast. Neutrale Position heißt, du kommst mit einer Hand bis zur Mitte deines Rückens. Das ist die natürliche Krümmung deiner Wirbelsäule. Also wenn du diese Position hast, dann liegst du hier wunderbar. Hände auf die Hüftknochen und einfach mal 2 ganz bewusst und tief atmen.
kannst du mal den Kopf heben und du schaust jetzt einfach mal so Richtung Nabel bzw. Richtung Zehen, die du eventuell siehst, wenn du weiter guckst. Ja? Guck jetzt einfach mal, wie dein Becken so da liegt, wie deine Beine stehen. Es kann nämlich gut sein, dass ein Bein höher steht als das andere. Nochmal die andere Seite zeigen. Ja? Dass wirklich eine Seite deines Beckens komplett blockiert ist. Ja? Das ist, wie gesagt, keine Ferndiagnose, aber erstmal nicht schlimm. Wir schließen jetzt erstmal die Beine und kommen nach oben, langstrecken. Dann muss ich nicht so in Rückenlage mit dir sprechen. Du könntest jetzt diese Übungen, die ich dir gerade gezeigt habe, mal täglich in deinen Alltag einbauen. Du siehst ja, es dauert nicht lang, das ist jetzt auch nichts Anstrengendes. Das geht auch bei Hitze, das geht auch, wenn es draußen regnet. Da braucht man ein paar Minuten, das kann man von mir aus auch abends vor dem Fernseher machen. Ja? Aber das einfach mal einbauen, kann man sich auch recht gut merken. Und dann mal schauen, was passiert, so nach einer Woche. Wie dann, wenn du in Rückenlage bist oder auch im Sitz bist, wie dann deine Beinposition ist, ob die noch genauso aussieht oder ob sich schon was verändert hat. Na, ich werde jetzt noch im Laufe meiner 90 Tage YouTube-Challenge, ich bin ja heute an Tag 33, noch ein paar Videos machen zur Hüfte und dann hast du auch noch ein bisschen Material. Aber heute wünsche ich dir erstmal einen schönen restlichen Tag und ich sehe dich morgen. Mach es gut, bis dahin. Ciao, hier ist Kate.